Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Eine Bohrung ist ziemlich teuer und deswegen ist es besonders ärgerlich, wenn nach einiger Zeit die Produktion nachlässt. Und dann fragt man sich, ob man nicht vielleicht irgendwie einen Seitenarm bohren kann, mit dem man wieder in frische Bereiche der Lagerstätte vordringen kann. Und genau das ist tatsächlich möglich. So einen Seitenarm nennt man einen Sidetrack. Um einen Sidetrack anzulegen, muss man zunächst erstmal einen Stopfen in die bestehende Bohrung reinsetzen, einen sogenannten Anker. Der sitzt dann fest, bombenfest in dieser alten Bohrung. Und auf diesem Anker wird nun ein Whipstock platziert. Ein Whipstock ist ein Ablenkkeil, der ist aus Metall und sieht so aus, wie es hier neben mir in dem Bild dargestellt ist. Und dann fährt man in die Bohrung mit einer Fräsgarnitur rein. Vorne ist ein Pilotfräser, der erstmal ein grobes Loch in das Stahlcasing und in den Zement bis in die Formation bohrt. Aber dieses Fenster ist meistens noch sehr ausgefranst und schwer durchgängig. Und deswegen folgen hinter dem Pilotfräser noch ein paar weitere Fräser, die so aussehen wie eine Melone. Und die glätten das Fenster. Und wenn wir damit fertig sind, fährt die Fräsgarnitur wieder aus dem Bohrloch raus. Und wir können mit einer ganz normalen Richtbohrgarnitur den Seitenarm bohren. Ja, und weil das so elegant funktioniert, kommen wir vielleicht noch auf die Idee, gleich noch einen Seitenarm zu bohren. Und vielleicht noch einen und noch einen. Ja, und dann sieht das Ganze so ähnlich aus wie ein Fischgrätenmuster. Tatsächlich nennt man solche Bohrungen auch Fischgrätenbohrungen. Ja, und wenn wir uns diese Bohrung mal ganz genau angucken und ein bisschen Fantasie dazu bringen, dann erinnert uns das Ganze doch schon ziemlich an einen Weihnachtsbaum. Ja, und damit sind wir auch schon beim Thema. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein neues Jahr 2022. Bleiben Sie gesund und wenn Sie Interesse an unserer Serie haben, dann gucken Sie wieder rein. Glück auf!